An den Aktienmärkten geht es hin und her ohne klare Richtungsentscheidung und das liegt daran, dass am Donnerstag die so wichtigen, so zentralen Daten zur US-Inflation kommen. Also lehnt man sich nicht aus dem Fenster, das Volumen ist relativ dünn, man wartet schlichtweg ab. Aber in Europa, da tut sich was, erstaunlicherweise. Normalerweise, wenn die Amerikaner Feiertag haben, dann können wir hier auch gleich zusperren. Aber die europäischen Anleihemärkte sind plötzlich interessant geworden, denn da steigen die Renditen weiter nach den Aussagen von Madame Lagarde letzten Donnerstag auf ihrer Pressekonferenz und vor allem die Spreads steigen deutlich, also die Differenz der Risikoprämien zwischen etwa deutschen Staatsanleihen und italienischen oder griechischen oder anderen Anleihen der Südländer, da geht es richtig zur Sache, da passiert richtig etwas und all das deutet darauf hin, dass die EZB dabei ist, die Kontrolle zu verlieren, eben über diesen Anleihemarkt, weil die Leute eben sagen, ihr könnt uns doch jetzt kein Bullshit mehr erzählen. Wir wissen, was der Fall ist und wir wissen, dass ihr umsteuern müsst, weil der Druck, der monetäre Klimawandel, der diesen Druck erzeugt, weil alle anderen Notenbanken in diese Richtung agieren aufgrund der himmelhohen Inflation, ist schlichtweg zu groß und dementsprechend wird die EZB jetzt vorgeführt und wir sehen, dass das, was nur schwer zusammenpasst, möglicherweise wieder auseinanderfliegt. Diese Europa-Idee ist eine großartige Idee und wir werden wahrscheinlich als Europa nur bestehen können gegen Großmächte wie USA, China etc. Aber das Konstrukt der Eurozone ist eben ein bisschen problematisch, weil sehr viel verschiedene wirtschaftliche Räume hier zusammengemixt wurden, die so nicht recht zusammenpassen manchmal und das ist genau das Problem. Aber schauen wir uns die Dinge mal an, was da eigentlich gespielt wird. Wir sehen hier etwa unten in dem Chart, das sind die sogenannten Spreads, also die Differenz der Risikoprämien zwischen deutschen und etwa der italienischen oder auch der griechischen Staatsanleihe und 10-jährigen jeweils und wir sehen, das geht massiv nach oben. Es droht eine Unruhe, eine Konfusion, Turbulenzen wie 2011 an den Anleihemärkten. Da ging es auch schon mal richtig zur Sache, bis dann, wer Mario Draghi gesagt hat, we will preserve the euro, whatever it takes. Und dann haben die Anleihemärkte gesagt, okay, wir lassen uns nicht ein gegen die EZB, die hat unbegrenzte Feuerkraft mit ihrem Geld drucken, das sie ja jederzeit machen kann. Aber jetzt kann die EZB kein Geld mehr drucken, denn dann würde sie die Inflation nicht gerade bekämpfen, sondern weiter steigern. Das ist das große Problem. Also ist dieses scharfe Schwert der EZB weggenommen, weswegen sie besonders hilflos ist, so hilflos wie Madame Lagarde letzten Donnerstag bei der Pressekonferenz, als sie gefragt wurde, wie schaut es denn aus mit den Renditen? Und dann sagte sie, ja, diese Spreads, also die Renditedifferenzen eben zwischen deutschen Anleihen und südländischen Anleihen, das sei überhaupt kein Problem. Aber inzwischen ist es ein Problem, weil es jetzt ein Problem geworden ist. Diese Renditedifferenzen gehen massiv nach oben, ob italienische, ja, am stärksten griechischen, dann italienische, spanische etc. Also da tut sich was, da passiert etwas und die EZB kriegt das Ganze nicht eingefangen. Lagarde hat es heute versucht, als sie gesagt hat, also wir sehen die Inflation auf einen Zielwert sich zu bewegen, was zu einer Normalisierung der Geldpolitik führen dürfte, nicht zu einer nennenswerten Straffung. Großartig, diese Frau muss Politikerin sein. Andere sind da ein bisschen weniger entspannt. Hier noch Lagarde sagte, also wir werden uns sehr genau angucken, wie es dann im März aussieht mit unseren Projektionen, also mit unseren Prognosen. No need to rush to premature conclusions. Also es gibt keine Notwendigkeit, jetzt voreilige Schlüsse zu ziehen. Aber das tun die Anleihemärkte. Sie selber versucht nur ein bisschen zu beruhigen, was wohl nicht mehr zu beruhigen ist. Und Nick Givanovic, ehemaliger Trader bei JP Morgan im Anleihebereich, hat ein großes Rad gedreht, sagt hier, also das habe ich jetzt in meinen 40 Jahren nicht erlebt, was da gerade passiert. Das ist ziemlich scary und es kann einen in alle Richtungen erwischen, wenn man da positionstechnisch unterwegs ist. Also da ist was am Start und Lagarde hat auch gesagt, chances have increased that inflation stabilizes at 2%, also die Chancen hätten sich stabilisiert, dass die Inflation auf 2% sich dann irgendwann einpendelt. Stalingrad und Pursky hat hier diesen Tweet versehen mit dem Twitter-Hinweis, der bei Donald Trump immer in den Tweets war zum Ende seiner Amtszeit. Official sources stated that is false and misleading und man sollte vielleicht mal diese
Aussagen von Lagarde eben auch mit solchen Warnhinweisen versehen. Das ist irreführend, es ist extrem unwahrscheinlich, es ist praktisch eine reine rhetorische Floskel, die überhaupt keinen Anhalt an der Realität hat. Und genau das ist der Punkt. Sie hat zwar heute gesagt, ja, kurzfristig dürfte die Inflation hoch bleiben, aber jetzt schauen wir uns mal an, was am Anleihemarkt passiert ist. Zweijährige deutsche Staatsanleihe, 9 Sigma-Abweichungen nach oben. Bums, da knallt es nach oben. Die 5-Jährige ist jetzt positiv, alles ab 5 Jahre Laufzeit in Deutschland ist positiv. Wir sehen hier BTP-Bund-Spread, also BTP sind die italienische 10-Jährige, Bund die deutsche 10-Jährige. Da geht es invertiert, da geht es massiv ab. Und wir sehen vor allem, und das ist doch der entscheidende Punkt, dass die Unternehmen überwiegend jetzt erst anfangen, die Preise anzuheben. So heute IFO mit einer Befragung der Unternehmen, netto 46 Punkte, also 46% der Unternehmen sagen, wir werden die Preise anheben, minus den Unternehmen, die die Preise senken wollen, deswegen der Nettowert. Also es will praktisch niemand die Preise senken, aber alle die Preise anheben. Warum? Weil eben die höheren Kosten für Energie, Beschaffung von Vorprodukten etc. weitergegeben werden müssen. Es geht nicht anders. Also das wird jetzt ohnehin alles noch passieren. Und dann haben wir natürlich gut, dass da Marcello Fraccherino wieder in die Bresche der EZB springt, der Hafensänger der EZB, man kann es nicht anders sagen. Hier die gute Geldpolitik erfordert eine Verankerung der Erwartungen, genau. Und deshalb sind Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die EZB so essentiell. Diese nehmen zurzeit durch die Attacken in Deutschland Schaden. Das ist für mich die größere Sorge als die zu hohe Inflation. Naja, also Glaubwürdigkeit, Vertrauen, die EZB hat praktisch geleugnet, dass ein Problem besteht, obwohl alle das Problem längst gesehen haben, dass da die Glaubwürdigkeit leidet, ist auch klar. Jetzt versucht man irgendwie die Kurve zu kriegen, so ein bisschen, ohne die Märkte zu erschrecken. Es geht nicht, Kontrollverlust ist die Folge. Die EZB hat wie andere Notenbanken auch die Geldmenge massiv ausgeweitet. Das war so lange kein Problem, als nicht plötzlich ein anderes Ding doch dazu kommt, eine explosive Mischung entsteht eben durch diesen Nachfrageüberhang, in dem durch Corona Lieferengpässe, Materialmangel der Fall ist und plötzlich wird diese massive Geldmenge wirksam und entlädt sich gewissermaßen in massiver Inflation und das ist etwas, was die EZB lange nicht gesehen, kapiert hat, dass sie hier in eine aussichtslose Situation kommt, wenn sie im Prinzip als einzige westliche Notenbank sagt, wieso, wir sehen doch gar kein Problem und jetzt hat man das. Die Märkte reagieren, wie gesagt, Kreditzinsen für Unternehmen steigen jetzt auf ein 6-Jahres-Hoch. Das geht alles ziemlich schnell. Die Bauzinsen steigen sehr schnell, die Renditen steigen sehr schnell, die Spreads steigen sehr schnell. Also da ist wirklich jetzt was an der Mache. Und natürlich ist das ein Stück weit auch die Quittung für die letzten Jahre. Hier Lance Roberts mal zum Potemkinschen Dorf. Hier sehen wir mal das Real GDP, also das reale BIP, die reale Wirtschaftsleistung abzüglich der Inflation. Ohne neue Schuldenaufnahme, also wenn der Schuldenstand stagnieren würde. Und wir sehen, dann hätten wir ein ziemlich miserables Wachstum. Und das Ganze ist seit einigen Jahren so. Diese Geldpolitik der Notenbanken, die kaschiert Probleme, sie kleistert sie zu, sie doktert an Symptomen, ohne die Ursache des Problems in Augenschein zu nehmen. Immerhin haben die Amerikaner einen Vorteil, wenn dort die Zinsen steigen, dann sind viele, vor allem Firmen, die haben ihre Kredite längerfristig aufgenommen, das heißt, die tangiert das weniger, weil die dann nicht sofort wieder auslaufende Unternehmensanleihen praktisch neu refinanzieren müssen. Da wird man also einigermaßen gut davonkommen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, auf den Wall Street hier in diesem unteren Text hier hinweist, dass natürlich, wenn es wieder Renditen gibt, wenn es wieder Zinsen gibt, natürlich auch der Staat enorme Einnahmen erzielt, eben weil die Leute dann wieder Zinseinnahmen haben, die sie versteuern müssen. Also es ist nicht nur so, dass der Staat Zinsen bezahlen muss, sondern er bekommt eben auch etwas dafür, wenn andere die Zinsen erhalten, eben dann Steuern auf diese Zinsen zahlen werden. Und jetzt der nächste Punkt, warum diese Inflation nicht schnell vorübergeht, ist eben gestiegene Kosten. Und hier sehen wir, dass da im Rohstoffbereich eben einiges im Argen liegt. Hier Goldman Sachs, der Analyst Carrier hat jetzt gesagt, also was wir jetzt sehen, ist ein unglaublicher Mangel an physikalischer Perspektive, wie er sagt. Wir sind praktisch out of everything, ob es Öl ist, ob es Gas ist, ob es Kohle ist, ob es Copper ist, ob es Aluminium ist, you name it.
Er sagt, ich habe sowas seit 30 Jahren, indem ich in diesem Bereich als Analyst tätig bin, noch nie gesehen. Also es ist echter Mangel. Wir haben zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot. Zudem ist in fossile Energieträger in den letzten Jahren kaum mehr investiert worden, weil politisch nicht gewünscht. Das macht sich jetzt auch bemerkbar. Dementsprechend steigen die Preise. Und hier sehen wir mal Rohstoffe gegen Aktien. Seit im Grunde zweite Hälfte des letzten Jahres beginnen die Rohstoffe deutlich besser zu performen als die US-Indizes, als etwa hier der S&P 500. Das gab es zuletzt eben in den 70er Jahren, ein solch stagflationäres Umfeld. Das heißt, das Wachstum wird auch nicht mehr so toll sein, wahrscheinlich der Wirtschaft, aber die Inflation werden wir nicht so schnell runterkriegen. Dementsprechend wäre dann eben zum Beispiel Energie nach wie vor ein Thema, das wahrscheinlich lange geht. Andere sind wieder schon bullisch für die Märkte und sagen, ja, also wir glauben, dass der meiste Schaden durch diese aggressivere Fed schon abgearbeitet ist von den Märkten. Und unten sehen wir eine Grafik, dass die Buybacks wieder ziemlich stark sind, also diese Aktienrückkäufe, das bringt den Märkten was. Das ist schon eine gute Unterstützung, aber insgesamt, wenn wir mal bis ins Jahr 1881 zurückgehen, dann sehen wir, dass die Bewertung der US-Aktienmärkte nur einmal höher war, nämlich bei der Dotcom-Blase, sonst never ever before. Und das heißt, man hat natürlich eine gewisse Fallhöhe. Der teuerste Aktienmarkt der Welt ist in den USA. Das ist genau das Problem. Wenn es dann wieder um Bewertungen geht, weil die Zinsen steigen, ist dieser Markt auch am gefährdetsten. Und Sven Hendrik mit einer sarkastischen Bemerkung, indem er hier zeigt, dass praktisch ja diese immense Bewertung der amerikanischen Aktienmärkte, weit über 40 Billionen Dollar, dass hier doch ein großer Teil des Exzesses schon abgebaut worden sei. Man sieht hier so einen ganz kleinen Spike nach unten. Wir sehen also, dass die Aktienmärkte, die Bewertung an den Aktienmärkten deutlich schneller gestiegen ist, natürlich als das BIP, also als die Wirtschaft selber, aber selbst auch als die Fed-Bilanz. Also da ist vielleicht ein bisschen zu viel gekommen. Und jetzt sehen wir eben Beginn des Zinsanhebungszyklus in den USA mit der zweithöchsten mit dem zweithöchsten Bewertungsniveau der Aktienmärkte derzeit in der Geschichte. Nur 1999 war es ein bisschen höher. Und das schwächste Glied bei diesen FANG-Aktien ist Facebook oder Meta Platforms. Heute dritter Tag in Folge geht es nach unten. 227 Dollar, weit über 250 Milliarden Dollar sind da vernichtet worden. Und jetzt versucht Facebook im Grunde Konkurrenten zu kopieren, wie TikTok versucht da bestimmte Elemente zu kopieren, aber man will immer das Original haben. Das ist auch diese ganze Hinwendung zu dieser Meta-Strategie, die ist sehr, sehr teuer und wird erstmal kein Geld bringen. Das wird eine ganz schwierige Geschichte, ist vielleicht so ein bisschen wie das Bear Stearns oder Lehman der Finanzkrise im Tech-Bereich. Das wird der erste Konzern sein, der echte Schwierigkeiten hat von diesen FANG-Aktien, WhatsApp, klar, all diese Geschichten, aber das bringt nicht wirklich Geld. Und meine Kinder zum Beispiel, die Generation meiner Kinder, Facebook, das ist für die absolutes No-Go, das macht man einfach nicht mehr. Und insgesamt sehen wir, dass jetzt eben auch diese Geschichte an den Immobilienmärkten schwieriger wird, die Vermögenspreise insgesamt jetzt ein Problem bekommen, so viele wie noch nie Amerikaner sagen, nämlich 69%, sei ein schlechter Zeitpunkt, jetzt ein Haus zu kaufen. Und Fannie Mae hat hier eine Umfrage gemacht, die zeigt, dass so viele jetzt es für eine gute Idee befinden, wie seit 2010 nicht mehr das eigene Haus zu verkaufen, also wollen jetzt verkaufen. Das ist eine ungünstige Konstellation. Jetzt kommt noch dieser Lohnauftrieb hinzu. Amazon hat heute gesagt, okay, wir werden mal eben unser Standardgehalt von 160.000 pro Angestellten auf 350.000 anheben. Das ist also mehr als eine Verdopplung, eben weil man Top-Talente halten will, weil man die bestehenden Angestellten halten will. Das zeigt, wohin jetzt die Geschichte laufen wird. Wir sind erst am Beginn einer Lohnpreisspirale. Die Amerikaner wie auch die Europäer werden als Arbeitnehmer Rechte durchsetzen können, Forderungen stellen können, und die Unternehmen müssen sie dann erfüllen. Dazu müssen sie dann höhere Preise für ihre Produkte bekommen. Die werden an die Konsumenten weitergegeben. Die Konsumenten sagen, dazu brauche ich einen höheren Lohn. Und so hast du diese Gemengelage. Und wer steuert nicht dagegen? Die EZB, die nach wie vor glaubt, sie könnte das Problem einfach runterreden. Daniel Stelter hat in 60 Sekunden gezeigt, was da schiefläuft, dass die EZB auf verlorenem Posten steht, dass diese ganze Geschichte ausufern muss und wird kaum mehr anders gehen angesichts der Dynamik, die hier schon der Fall ist. Gewollte
Inflation eben durch den Anstieg der Energiepreise, der politisch ja gewollt ist, weil man fossile Energieträger höher besteuert und ohnehin ja nicht mehr will. Das werde ich Ihnen unter dem meinem Video verlinken, da ein Artikel dazu mit einem 60 Sekunden Ausschnitt von Daniel Stelter, der alles auf den Punkt bringt, was man wissen muss, kann ich nur wärmstens empfehlen. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.